Hallo und willkommen bei Draufsicht, dem Millenniumsmagazin. Wie jede Woche wollen wir euch eines der 8 Millenniumsziele vorstellen. Heute werfen wir einen Blick auf die Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Müttern. Eigentlich ist die Meldung positiv, wenn auch kein Grund zur Freude. Die Zahl der Frauen, die während Geburt und Schwangerschaft sterben, ist seit dem Jahr 1990 um mehr als ein Drittel gesunken. Das sagt ein Bericht von UNICEF, der Weltgesundheitsorganisation und der Weltbank aus dem Jahr 2010. Dennoch ist das Erreichen dieses Millenniums-Entwicklungsziels, die Müttersterblichkeit bis zum Jahr 2015 um 3/4 zu reduzieren, noch in weiter Ferne. Neben dieser ersten Ausprägung findet sich noch eine zweite Forderung, nämlich die nach der Schaffung eines allgemeinen Zugangs zu reproduktiver Gesundheit. Dazu ein Beitrag. Alle 90 Sekunden stirbt eine Frau infolge von Schwangerschaft oder Geburt. Das sind jährlich mehr als 350.000 Frauen. In den meisten Fällen könnte dies verhindert werden. Nehmen wir eine fiktive Geschichte als Beispiel. Naomi ist erst 12 Jahre alt, muss sich aber um den kompletten Haushalt der Familie kümmern. Sie musste die Mutterrolle einnehmen, weil ihre Mutter während der 5. Schwangerschaft starb. Eine Ursache für die Müttersterblichkeit liegt in der mangelnden Aufklärung der Frauen und auch der begrenzten Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln. Dies führt zu frühen, häufigen sowie ungewollten Schwangerschaften. Caroline, Naomis Cousine, ist im 7. Monat schwanger und hat sich an eine Gesundheitseinrichtung gewandt. Dort wird sie schon während der Schwangerschaft ärztlich betreut. Am Anfang war sie skeptisch, aber mittlerweile hat sie Vertrauen in die Ärzte gefasst. Und weil sich das im Dorf herumspricht, kommen immer mehr Frauen, um sich beraten und behandeln zu lassen. Einen weiteren Vorteil bietet die Einrichtung durch die angebotenen Kurse zur Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung. So kommt es immer seltener zu ungewollten Schwangerschaften. Ungewollte Schwangerschaften führen oftmals zu Schwangerschaftsabbrüchen, was die Frauen nicht selten mit ihrem Leben bezahlen. Knapp die Hälfte aller Schwangerschaftsabbrüche weltweit werden illegal und zum größten Teil nicht fachgerecht ausgeführt. Nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation sterben bei den jährlich rund 40 Millionen Abbrüchen 70.000 Frauen. Die Müttersterblichkeit auf der Welt zu senken, ist Millenniumsziel Nummer 5. Bis 2015 soll die Müttersterblichkeitsrate um 3/4 gesenkt werden. Insbesondere die Tatsache, dass laut einer UNICEF-Studie 99% aller Todesfälle auf Entwicklungsländer und davon 86% auf Südasien und die Subsahara entfallen, geben Anlass zu einer regional differenzierten Betrachtung. Doch was versteht man eigentlich unter Müttersterblichkeit? Nun, die Weltgesundheitsorganisation definiert Müttersterblichkeit mit dem Tod einer Frau während der Schwangerschaft oder 42 Tage nach Schwangerschaftsende, unabhängig von der Dauer, den Maßnahmen, die in Bezug auf sie getroffen wurden, oder dem Ort, an dem sie stattfand. Aufgrund der Begleitung von Schwangerschaften und Geburten, Aufklärungsarbeit und Bereitstellung von Fachpersonal wie Hebammen und Ärzten ist die Zahl der betroffenen Frauen gesunken. Trotz alledem ist das 5. Entwicklungsziel noch immer das am wenigsten erreichte. Dazu ein Beitrag zum aktuellen Stand. Marvin Meyer arbeitet für World Vision Deutschland als Experte für die Gesundheit von Kindern und Müttern. Für uns geht er den Ursachen, Auswirkungen und möglichen Lösungen von Müttersterblichkeit auf den Grund. Ein Großteil der Mütter stirbt vor allen Dingen bei Geburtskomplikationen. Wenn sie in einem ganz armen Dorf sind, das weit weg von der nächsten Gesundheitsstation sind und die Geburt zum Stillstand kommt, dann haben sie oft weder die Transportmöglichkeiten noch die Zeit, die weit entfernte Gesundheitsstation oder das nächste Krankenhaus zu erreichen. Und sehr viele Frauen sterben dann. Natürlich kommt dazu auch noch die Infektion nach der Geburt. Das ist auch sehr häufig und könnte leicht behandelt werden. Die meisten Frauen sterben an vermeidbaren Krankheiten und Komplikationen während der Schwangerschaft oder der Geburt. Besonders kritisch ist die Situation in Afrika südlich der Sahara, wo seit dem Jahr 2000 nur geringe Fortschritte erreicht werden konnten. In einem Land wie Niger zum Beispiel ist es in einigen Ethnien üblich, dass eine schwangere Frau, bevor sie gebiert, sich von ihrer Familie verabschiedet. Dabei ist bekannt, welche Maßnahmen getroffen werden könnten, um das Leben von vielen Frauen zu retten und ihr Recht auf Gesundheit zu verwirklichen. Zugang zu Familienplanung ist extrem wichtig. Einfach damit die Frauen die Chancen haben, einen gesunden Intervall zwischen zwei Geburten zu bekommen. Ausgebildetes Personal, das sie während der Schwangerschaft begleitet, ist sehr wichtig. Natürlich auch Personal, das unter der Geburt dabei ist und gut ausgerüstete Gesundheitsdienste, die der Frau bei Geburtskomplikationen helfen können, würden dafür sorgen können, dass die
Müttersterblichkeit relativ schnell gesenkt werden kann in armen Ländern. In manchen Gebieten hat sich die Situation deutlich verbessert. Die Müttersterblichkeit konnte in Asien in den letzten 10 Jahren mehr als halbiert werden. Warum nicht in Afrika südlich der Sahara? Das südliche Afrika leidet unter einer ganz großen Infrastrukturschwäche. Das kann einmal sein durch Konflikte, die da sind, oder aber auch durch teilweise sehr große Distanzen. Viele afrikanische Länder nehmen nicht Müttersterblichkeit als das Wichtigste, in was zu investieren wäre, sondern eher in Tertiärmedizin, in ein paar Universitätskliniken, anstatt in Gesundheitssysteme auf der Gemeinschaftsebene, auf der Dorfebene. Zu den Mängeln an Infrastruktur und dem politischen Desinteresse am Thema kommen kulturelle Faktoren hinzu. In dieser Gegend die Rolle der Frau noch schwächer ist als in anderen Teilen der Welt und sie deswegen nicht die Priorität bekommen, die sie eigentlich verdienen würden. Junge Frauen, die arm und nicht gebildet sind, haben ein höheres Risiko, während der Schwangerschaft oder der Geburt zu sterben. Das hängt sowohl mit medizinischen Ursachen zusammen, als auch mit sozialen Machtverhältnissen. Frühverheiratung ist etwas, was für Frauen sehr gefährlich ist. Wenn man mit 14 verheiratet wird, dann ist der Körper biologisch noch nicht dazu bereit, ein Kind zu bekommen. Ganz wichtig auch wiederum der Zugang zu Familienplanungsmethoden, die oft gerade jungen Menschen verwehrt werden, weil sie in dem Bild der Leute, die diese Dienste eigentlich anbieten müssten, noch gar nicht sexuell aktiv sein sollten. Um die Situation in den Entwicklungsländern zu verbessern, ist es nötig, ein gutes Gesundheitssystem, Familienplanung und kulturelle Aufklärungsarbeit umzusetzen. Aber ist es noch möglich, bis 2015 das Millenniumsentwicklungsziel 5 zu erreichen? Wir haben ein sehr gutes Bild, was getan werden könnte. Und wenn der nötige politische Wille da wäre, auf der Geberseite, den reichen Ländern die Mittel zu geben, und auf der Seite der Entwicklungsländer, dann auch die Mittel wirklich in den Gesundheitshaushalt einzuplanen, dann wäre es noch möglich, MDG 5 zu erreichen. Dabei wären die meisten Ursachen von Müttersterblichkeit durchaus vermeidbar. Etwa mit der Schaffung von Anlaufstellen zur Familienplanung, zur Geburts- oder Schwangerschaftsbegleitung, als auch in der Verbesserung von Ernährung und Hygiene. Es ist schon sehr viel passiert, doch es bleibt immer noch viel zu tun. Insbesondere in den Gebieten der Subsahara und in Südostasien, wo sich die Situation als am gravierendsten erweist. Die weibliche Genitalverstümmelung ist eine der Hauptursachen für Komplikationen bei der Geburt. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sind noch immer 130 Millionen Frauen weltweit Opfer von Genitalverstümmelungen und jährlich kommen 2 Millionen Mädchen und Frauen dazu. Dazu ein Beitrag aus Burkina Faso. In Burkina Faso sind 70% der Frauen genitalverstümmelt. Heute ist die Genitalverstümmelung verboten. Hélène Garanbo arbeitet als Hebamme im größten Krankenhaus von Ouagadougou. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y avait des complications pendant l'accouchement? Si, il arrive qu'il y a des complications, surtout avec les femmes excisées, qu'on rencontre beaucoup de problèmes. Il y a 3 types d'excision. Il y a le premier degré où on enlève uniquement le clitoris. Il y a le deuxième degré, on enlève le clitoris et les petites lèvres. Et le troisième degré où on enlève le clitoris, les petites lèvres et les grandes lèvres. Donc, si tu te retrouves face à ce genre de femme-là, tu as des problèmes. Tu as des problèmes parce que le vagin s'est rétréci. Il n'y a plus de... Cette élasticité qu'on a, si on n'est pas excisé là, on ne gagne plus. Pour que la tête de l'enfant puisse sortir, c'est tout un problème. Il faut qu'on fasse souvent des épisodes, souvent de deux côtés. D'aider leur petite fille à ne pas être excisée. Bon, c'est une pratique ancienne. Nous sommes nés trouver ça. Mais, et comme on a l'habitude de dire, et dans les coutumes, il faut choisir ce qui est bien et laisser ce qui est mauvais. Parce que la pratique de l'excision, ça n'arrange pas du tout les filles, surtout au moment de l'accouchement. C'est toute une souffrance. Si vous vous retrouvez devant une femme excisée, tu vas accoucher. Vraiment, c'est lamentable.
Bangre Nume ist eine Fraueninitiative, die durch Aufklärung in den Dörfern gegen die Genitalverstümmelung kämpft. Heute sitzen die Trainerin und ein Sozialarbeiter mit einer Gruppe von Frauen zusammen. Sie werden von der deutschen Organisation Terre des Femmes unterstützt. Dank Bangre Nume gibt es heute in 760 Dorfgemeinschaften Komitees gegen diese Praktik. In diesen Dörfern finden keine Genitalverstümmelungen mehr statt. Seit Mitte 2009 fanden in 72 Dörfern Aufklärungskampagnen zur weiblichen Genitalverstümmelung statt. Insgesamt erreichte Bangre Nume mit ihrem Engagement etwa 730.000 Menschen. Über 200 Beschneiderinnen und ihre Assistentinnen gaben ihr Handwerk auf und schlossen sich teilweise der Kampagne an. Knapp 160 von ihnen bekamen vom Bangre Nume einen Kleinkredit, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Weibliche Genitalverstümmelung ist also eine der Hauptursachen für Komplikationen bei der Geburt. Dabei ist das Risiko, sowohl für die Mutter als auch für das zu gebärende Kind bei der Geburt zu sterben, um ein Vielfaches höher. Trotzdem wird diese Thematik bei Aussagen über die Müttersterblichkeit in Afrika oftmals ausgespart. In unserer nächsten Sendung wollen wir uns dem MDG 6 zuwenden. Dieses Entwicklungsziel fokussiert die Bekämpfung von HIV, Malaria und anderen schweren Infektionskrankheiten. Wenn ihr wollt. Bis dahin.